Jo Leute, was geht? Philipp und ich sind hier heute in Malente beim North Shore e.V. oder so. Also es ist so ein Verein hier bei uns auf der Ecke und die haben hier heute so einen Trailbuilding Day oder was. Und wir haben uns da mal eingeklinkt, sind hier in den Vorbereitungen. Noch nie hat sich irgendjemand in der Menschheit so lange umgezogen. Das heißt, wir müssen jetzt reinhauen, nehmen unsere Sachen mit, werden erstmal den Flow Trail fahren und dann schauen wir, was wir da rumbuddeln können. Und dann nehmen wir euch mal mit. Also bis gleich. Bevor wir überhaupt den ersten Schritt Richtung Trail gemacht haben, ist das erste Werkzeug schon durchgebrochen. Zum Glück hätten wir das Ding im Laufe des Tages sowieso nicht gebraucht. Und der Tag hat mit dem genau richtigen Level an Chaos gestartet. Ich will ja auch mal langläufst und ein bisschen erzählst. Kannst du gleich? Ich will. Ach so, ja. Ja. Stimmt. Ja. Warte. Wir sind angekommen, Leute. Hinter uns ist der Flow Trail. Den werden wir uns mal anschauen. Wir fahren mal eine erste Runde, um auch ein bisschen warm zu werden. Gucken, welche Feature vielleicht einen kleinen Overmac brauchen. Wir können mal den ersten schon angucken. Gleich könnten wir die Landung mal ein bisschen perfektionieren. Das sehen wir aber nach dem Fahren. Deswegen würde ich sagen, schnalle ich euch mal aufs Chassis und wir gehen in die erste Runde. Gleich zu Beginn haben wir Tim und Chris getroffen. Die beiden sind für die meisten hier von euch wahrscheinlich auch keine Unbekannte. Falls doch, schaut gerne mal bei deren Profilen vorbei. Die habe ich unter dem Video verlinkt. Und jetzt geht's rein in die erste Runde. Das ist schon mega geil. Und das sieht auch mehr aus wie so eine Autolackierung oder so. Bisschen hochwertiger. Ja gut. Okay, wird kalt reingestartet. Ach, noch ist unangenehm. Okay, muss man sich mal angucken. Das ist übrigens die erste Runde, die ich hier drauf fahre. Oh shit! Oh. Okay, hier können wir auf jeden Fall mal sauber machen, würde ich sagen. Hier geht. Ah, hier tue ich mich noch schwer. Das kann auch nicht so schlimm sein. Nächste Runde fahre ich den. Oh, okay. Aber passt schon. Oh, Alter, ist schon ein bisschen rutschig manchmal. Erzähl, was du erzählen willst. Ich war ja schon richtig gut dabei. So. Ja? Wenn du an Tim ein bisschen angeklickt gewesen bist. Okay. Und auch diese kleinen Gap habe ich auch mitgemacht. Wo man auch links hochfahren kann. Ja. Oh, da habe ich gerade drüber geredet, quasi, dass ich die nächste Runde fahre ich den. Ready? Ja. Jawohl! Den? Oh, Leute, das war knapp. Wo willst du denn hin? Und dieses zweite Ding hier springe ich immer scheiße. Dieses zweite kleinere Gap da. Der Mini-Gap da. Nach der ersten 180 Grad Kurve meinst du? Ja, genau. Ja, aber ich finde irgendwie Anfahrt, die kommen da auch irgendwie nicht so. Du kommst aus der Kurve und kriegst sie nicht so gerade an. Ja. Aber gut gefangen. Ja, ich wollte gucken, ob da noch ein Trail runter geht. Mit dem Rucksack halb auf und dem Schwarten in der Hand runterfahren. Hä? Ich bin jetzt Trailbilder. Okay, ja, dann bin ich auch einer. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ah, oh, 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 fuck. Alter, hier wird's richtig steil jetzt. Wow, selten sowas Dummes gemacht. Philipp, hier kannst du nicht runterfahren. Dann mach aber auch. Ach, ja, toll. Nee, das ist unfair. Also finde ich hier bergauf, stört mich das Laub nicht so. Da jetzt vielleicht schon, wo du bist. Oder hier die Highline frei machen. Was sagst du? Highline muss frei. Ihr habt's gehört, Leute. Die Highline muss frei. Oh. Das ist alles nicht so einfach. Den Scheiß hatte ich übrigens geschultert. Und hier 27 Tonnen Wasser und Cashewkerne. Oh. Das bräuchte man eigentlich als Einspieler so, shit's about to get serious. Und dann kommst du halt an. Okay. Wir sind alle da draußen. Die Trails dieser Welt. Die unsere Berührung und Liebe brauchen. Und als erstes die Highline. Wir haben hier diesen
Rechen. Ist das ein Rechen? Nee, das ist eine Hake, glaube ich. Ich sag, das ist ein Rechen. Das ist ein Laubhake. Okay, so. Ist das geil. Ja, guck mal, hätte ich jetzt meinen Besen mitgenommen. Gut machst du das, Philipp. Philipp, ja. So zärtlich bin ich nicht. Was macht er denn hier? Na, Leute. So kann der Alltag auch aussehen. Vielleicht kannst du das ja so bauen, dass es ablaufen kann, ja. Philipp, was sagst du zur rechten Arbeit? Satisfying. Satisfying, ne? Satisfying. Wobei, da geht's noch. Du hättest das hier oben machen müssen. Wir haben richtig die dunkle Erde jetzt im Vorschein. Zeige ich euch das mal. Können wir hier nämlich nachher nochmal die Highline hier schön rutschig, gut durchziehen. Dann kann man nämlich hier runter und schön in die Kurve. Weil das ist echt so eine Spitzkehre hier. Und die hat bei mir zumindest viel Speed gefressen. Ja. Philipp hat da hinten irgendwo so einen Ablauf, glaube ich, freigemacht. Gucken wir uns auch nochmal an. Ansonsten ist das neben dem Fahren mal eine ganz gute Abwechslung, oder? Entspannt, mach dir bitte gar keinen Stress. Und runterkommt von dem ganzen Adrenalin. Richtig. Dreimal hier die Line gesendet, schaffen unsere alten Körper nicht mehr. So, keine Ahnung, was er hier jetzt gemacht hat. Sieht einfach nur aus, als ob hier Wildschweine waren. Philipp fand den Wildschweinspruch nicht so gut. Dann sieht das schon mal nach was aus. Philipp macht hier währenddessen die normale Line schon mal weiter. Hallo Philipp. Okay, alles klar. Das war da übrigens der erste Einsatz hier von meiner Fiskars Handsäge hier. Ziemlich geil funktioniert. Aber da muss ich auch sagen, dass bisher alle Fiskars Produkte, mit denen ich gearbeitet habe, ziemlich geil waren. Gibt's noch einen Schluck aus der Fitlock Flasche? Krieg hier für gar nichts Geld. Ah, guck mir mal die Highline an. Ja. Okay, Brille. Hey, das Off-Camera-Gedöns ist schon unangenehm. Das ist geil. Das ist richtig geil. Wie geil das jetzt schon da drunter aussieht. Ja. Richtig geil aus. Nice, Junge. Geil, Mann. Das ist so geil. Jetzt auch mal in Werkzeugsicht. Das war ja eben maximal dämlich, wie ich gefilmt habe. Aber es ist auch Sonntag. Müssen wir gleich gucken, wie Philipp hier runter saust. Dann wollen wir mal zeigen, was er kann. Juhu. Geil, das hat jetzt schon fast Bikepark-Flair hier. So ein sauberer Home-Trail. Ich meine, natürlich wollen wir jetzt auch nicht die ganzen Lorbeeren hier einstecken. Gebaut haben wir hier überhaupt nichts. Aber zumindest einmal in Stand gehalten. Und zieht euch rein, wie geil das aussieht. Und hier sieht man jetzt überall mal wieder, wo man längs fährt. Sehr geil. Also muss ich sagen, macht echt Bock. Macht echt ziemlich Bock, so einen Mix aus Fahren und hier rumbauen zu haben. Kann ich mich dran gewöhnen. So, das heißt, wir werden das Ding jetzt noch bis zum Schluss durchziehen. Dann schleppen wir unser ganzes Gerödel wieder mit hoch. Dann werden wir nochmal den sauberen Trail hier durchsenden. Let's go. Wichtig ist zu diesem Spot noch zu sagen, dass das Ganze nur als Vereinsmitglied bzw. mit einem Vereinsmitglied zusammengefahren werden darf. In unserem Fall hier hatte Philipp sich vorab mit Tristan abgestimmt. Das war der Kollege, der uns eben kurz auf der Flowline besucht hat. Wenn ihr also Bock habt, hier zu fahren oder euch am Trailbau bzw. der Trailpflege zu beteiligen, dann setzt euch auf jeden Fall vorab mit dem North Shore e.V. in Verbindung. Wir sind währenddessen in den allerletzten Zügen, den Trail komplett gereinigt zu haben.
Wie lange das bei dem umliegenden Laub überhaupt vorhält, sei erstmal dahingestellt. Für uns war es aber das erste Mal, dass wir sowas mitgemacht haben und dafür hat es echt viel Spaß gemacht. Die ganze rechte Part mit Laub verdeckt war. Halt nur dieser Single Trail. Jo, ja. Und jetzt ist es auf einmal hier auf die ganze Breite. Ja. Es war wie so ein Schatz, den ich herausgefunden habe. Es war wie ein Schatz. Ja. Das hast du nicht gesehen. Wir gehen noch mal in die letzte Runde oder vorletzte. Gucken, was wir heute geschafft haben. Rein hier oder was? Backmas. Leute, kein Plan, was mit dem Kamerawinkel passiert ist. Ihr rascht aus, Alter. Aber trotz sauberer Strecke war es durch die Anstrengung vorher eh nicht der beste Run. Trotzdem nehme ich euch noch einmal mit runter und danach gibt es vielleicht noch einen kleinen Bonus-Run auf einer anderen Strecke. Oh, Alter, der hat mich aber rausgekickt. Oh shit. Nein, nein, nein. Oh. Ja komm, ich hab keinen Arm mehr. Das letzte Mal ist 2,5 Jahre her oder so. Ja. Okay, das ist schon steil hier, Alter. Boah. Alter. Jo. Ich verzieh mich mal ins Windgeschützte. Wir sind durch mit der Schicht, packen jetzt das zusammen, ziehen uns um und dann geht's erstmal wieder Richtung Heimat. Wir haben zumindest geschafft, den ganzen Flowtrail mal vom Laub zu befreien, von Ästen. Halt die eine Matschwitze ausgebessert, paar Mal gefahren, zwischendurch mal diesen einen kleinen Double getestet, Step-Up, was auch immer. War ziemlich geil, hat echt Bock gemacht. Als Resümee kann ich euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr mal nicht so Bock auf Fahrradfahren habt, unterstützt mal eure Local Trailbauer und geht einfach mal mit raus, macht die Dinger frei, helft ein bisschen mit. Das macht irgendwie auch Bock. Der Mix aus Fahrradfahren und da rumbauen hat mir ziemlich gut gefallen. Ob man das in Zukunft öfter hinbekommt. Lipp, was sagst du? Ich sag ja. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr am Start wart und haut rein.